Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Wie ihr seht, wie Sie sehen, die Technologiestiftung klickt auch ein bisschen rum. Disrupting Culture, das ist das, worüber ich heute hier den Anfang machen darf. Und ich versuche erstmal am Anfang kurz sozusagen einen Rahmen zu geben. Und dieser Rahmen bezieht sich darauf, worüber ich rede. Also ich bin sicherlich vieles, aber was ich nicht bin, ist Künstler. Und deswegen maße ich mir auch gar nicht an, etwas zum Thema Werk zu sagen. Also ich genieße es, ich finde es spannend. Experimentieren liegt auch ein bisschen in meiner Natur. Aber wozu ich, glaube ich, mehr sagen kann, ist das Thema Infrastrukturen. Und wir haben es ja eben schon gehört, wir reden ja heute im Laufe der Veranstaltung über mehrere Teile des Themas Digitalisierung des Kulturbereichs, aber ich rede halt über diesen Teil hier. Und fangen wir mal an mit dem Thema Disruption. Das ist in der Tat buzzwordig, also heutzutage wird ja alles irgendwie disruptiert, das muss alles disruptiv sein, wenn es nicht disruptiv ist, dann ist es langweilig, das ist ja mittlerweile irgendwie geradezu schon verpflichtend, dass Dinge, die modern sind, auch disruptiv sein wollen. Und wenn man dann mal googelt, das Thema Disruption und Kultur, dann, oh, da bin ich ein Stück zu weit gerutscht, jetzt habe ich den Witz verraten, na, so geht es dann halt. Dann findet man hier so eine typische Beraterblase, die uns etwas erzählt darüber, wie man eine Kultur der Disruption kultivieren kann und spricht dann davon, dass Disruption quasi die einzige nachhaltige Unternehmensstrategie ist und dazu steigen dann noch ein paar Himmelslaternen auf. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich zeigen wollte, das ist natürlich Bullshit. Also darüber will ich heute nicht reden. Natürlich kann man damit eine Menge Geld verdienen, weil heute will ja jeder modern sein und deswegen ist es halt irgendwie auch offensichtlich ein Produkt, was sich verkaufen lässt. Aber ich versuche mal das Thema Disruption ganz praktisch anzugehen und mit euch gemeinsam zu erkunden, was heißt das eigentlich? Wer profitiert davon und was kann man davon lernen und was bedeutet das eigentlich dann wiederum im Umkehrschluss für die Kultur? Und wir wären nicht die Technologiestiftung, wenn wir nicht solche Charts mit bei hätten. Zu denen will ich jetzt gar nicht viel sagen. Das ist sozusagen der theoretische Teil, wie so Disruption funktioniert. Gucken wir uns eher den praktischen Teil an. Disruption ist... Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist mittlerweile auch schon fast klischeehaft. Ja. Das ist auf der linken Seite aus dem Jahr 2017 das Cover des Forbes Magazine. Und da ging es darum, dass Nokia ist viel zu groß, um eingeholt zu werden. Die Nokia-Handys, also eine Milliarde Umsatzvolumen, eine Milliarde Kunden sogar, also das Umsatzvolumen noch sehr viel höher. Wer kann sie einfangen? So, jetzt frage ich mal hier in den Raum, wer von euch hat ein Nokia-Handy? Okay, okay, es gibt durchaus welche, die gibt es ja jetzt auch wieder, das stimmt, aber das rechts daneben, das ist das disruptive Element, nämlich das iPhone. Wer von euch hat ein iPhone? Ah, das ist schon deutlich mehr. So, und wenn wir jetzt Smartphones insgesamt nehmen, dann haben wir, glaube ich, alle mit bei, also Android-Handys, ich will hier niemanden diskriminieren, sind ja genauso wichtig, aber der eigentliche Disruptor an der Stelle war dann tatsächlich das iPhone. Also damit begann der Niedergang des klassischen Mobiltelefons. Und zuerst haben sich alle gefragt, okay, als Steve Jobs das vorgestellt hat, las man dann so, naja, ist ja eigentlich eher so ein mobiler Computer und kann man denn damit auch telefonieren und wer braucht denn sowas? Und am Ende des Tages war es dann in der Tat so, dass ganz viele Leute damit etwas anfangen konnten. Und das zeigt so ein bisschen einen Grundgedanken der Disruption. Also in der Disruption ist es immer so, wir haben irgendjemanden, der beherrscht einen Markt. Der hat ein Produkt, das funktioniert seit geraumer Zeit ziemlich gut und macht sich dann darüber Gedanken, wie er dieses Produkt dann nach und nach iterativ quasi verbessern kann und guckt so, was wollen denn so die Kundinnen und Kunden haben. Dann fragen sie so die Kundinnen und Kunden, was wollt ihr denn für ein Mobiltelefon haben? Und dann sagen die, naja, es soll vielleicht kleiner sein. Okay, macht Nokia dann in der nächsten Ausgabe ein kleineres. Was die Kunden natürlich nicht sagen ist, ich hätte gerne ein Smartphone, mit dem ich online Informationen abfragen kann, auf dem ich E-Mails schreiben und lesen kann. Gab es dann auch den Navigator von Nokia, aber bleiben wir jetzt mal for the sake of argument dabei. Sondern die Kunden antworten immer nur das, was es schon gibt, könnten sich noch ein bisschen besser vorstellen. So, und jetzt kommt jemand aus einer völlig anderen Branche, nämlich in dem Fall ein Computerhersteller und sagt, naja, vielleicht geht da noch mehr und kommt mit einem Produkt, was am Anfang ein totales Nischenprodukt ist. Das haben eigentlich nur so die Geeks sich dann der Welt gekauft, die das halt total spannend fanden, ist auch teuer gewesen im Vergleich zu anderen Mobiltelefonen. Und nach entwickelte sich daraus ein Markt, der aus so einer Nische
plötzlich überschwappt in den Mainstream. Und zwar tut er das deswegen, weil er in der Zeit, wo er in der Nische ist, das Produkt in der Zeit in der Nische entwickelt sich so, dass es tatsächlich immer mehr Bedarfe, wir haben ja von Bedarfen vorhin schon gehört, Bedarfe adressiert, die für den Mainstream total spannend und interessant sind. Und das ist auch so ein Wechselspiel natürlich zwischen Erwartungshaltung wecken, dadurch, dass häufig so Opinion Leader sich so ein Gerät dann beispielsweise kaufen oder neue Services nutzen und dadurch auch öffentliche Meinung beeinflusst wird. Wie gesagt, so vor ungefähr 10 Jahren, 12 Jahren haben die Menschen auch ganz gut ohne Smartphone gelebt. Heute glauben die meisten, es geht nicht mehr ohne. Und so funktioniert im Grunde genommen Disruption. Und wenn wir uns jetzt angucken, was hat das eigentlich für Auswirkungen gehabt? Das ist jetzt hier eine aktuelle Statistik zum Thema Freizeitverhalten und ich habe das jetzt mal gefiltert. Also das ist eine ganz lange Liste und ich habe dann also so dazwischen, zwischen den ganzen Online-Aktivitäten, die man, also Online-Surfen machen 80% irgendwie dauernd, soziale Netzwerke nutzen auch ganz viele, Filme und Serien übrigens wieder gestiegen, seitdem es Streaming gibt, war mal eine ganze Zeit lang weniger, aber wird jetzt immer mehr genutzt. Games, klar, und dann kommen dann danach das, was uns heute hier interessiert. Eine gesellschaftliche Randerscheinung. Sorry, so ist es. Und ich hatte noch überlegt, ob ich dazwischen den Balken mit Kirchgang zeige, das sind 9%. Hab's dann aber sein lassen, weil ich mir keinen Ärger einhandeln wollte. Trotz allem zeigt das, finde ich, relativ gut, wo wir heute stehen. Und hätte man dieses Bild sich angeguckt vor 10 Jahren, dann hätten natürlich sämtliche Elemente, die wir hier oberhalb, also in der oberen Hälfte sehen, wären nicht vorhanden gewesen. Und so verändert sich quasi der Markt und so verändern sich Angebote und so verändert sich Nutzungsverhalten. So, wer kennt diese Leute? Also ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also potenziell alle die, die so unter 30 sind, würde ich mal mutmaßen. Ist jetzt... Naja, ich sehe es von hier oben nicht so gut, ja, aber ich vermute es einfach mal. Ich persönlich war höchst erstaunt. Also Bibis Beauty Palace ist jetzt auch nicht ganz so das, was ich mir angucken würde, aber auch Julian Bam, Le Floyd habe ich mal gehört, der hat mit der Kanzlerin irgendwie mal ein Interview gemacht. Ich will mich jetzt auch gar nicht darüber lustig machen, darum geht es mir nicht, aber es geht mir darum, euch mal darauf hinzuweisen. Guckt euch mal an, wie viele Abonnenten die haben. Ja, 5 Millionen, 3 Millionen, 4% der deutschen, also der in Deutschland befragt, muss man sagen, unter 19 geben an, dass das ihre Hauptbeschäftigung ist, wenn sie auf YouTube sind, sich Julian Bam anzugucken oder Bibi oder Le Floyd. Und die verdienen damit auch richtig Geld. Also damit man mal so eine Vorstellung davon hat, was man da so verdient. Also der Julian hat das auch offengelegt, sagt, das ist eigentlich kein wirkliches Geschäftsmodell. Man verdient im Monat so ungefähr 25.000 US-Dollar. Wenn man diese Anzahl von Abonnenten hat und rechnet dann dagegen, hat natürlich auch Aufwand. Und dann hat er sich auch ein Haus gekauft, was er abzahlen muss. Das kostet auch Geld. Und also das ist in der Tat ein Luxusproblem, weil ich glaube, dass sehr viele, insbesondere derjenigen, die jetzt nicht in großen Institutionen arbeiten, sich freuen würden, wenn sie eine monatliche Einnahme in Höhe von 25.000 US-Dollar hätten. Und das alles damit, dass halt lustige Videos ins Web gestellt werden. Und das ist, wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs. Dahinter kommen ja noch ganz viele mehr, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die alle auch Ressourcen binden, die im Übrigen auch noch eine Menge Geld damit verdienen als sogenannte Influencer, indem sie dann auch Werbeverträge bekommen und damit wiederum natürlich auch, sagen wir mal, Kultur nicht im Sinne von Kultur schaffen, sondern im Sinne von gesellschaftlicher Struktur dann auch mitprägen. Es ist also die Stunde der Amateure im Grunde genommen. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich die Stunde der Dilettanten nehme, aber mir dämmerte noch, das war so im 19. Jahrhundert tatsächlich auch, das ist ein literaturwissenschaftlicher Begriff, den wollte ich nicht zweckentfremden. Aber es zeigt natürlich eines, diese ganzen Leute, die wir da gerade eben gesehen haben, die haben sich nicht lange damit vorher beschäftigt, im Rahmen eines, ich will nicht sagen, dass sie nicht studiert haben oder sowas, versteht mich nicht falsch, aber was ich sagen will, ist, das sind Leute, die sagen, ich mache was und fangen damit an. Und fangen damit an, eine Zielgruppe zu adressieren und erreichen ihre Zielgruppe auch, ohne dass sie die professionelle Infrastruktur haben eines Fernsehstudios. Die haben keine riesigen Streaming-Server, weil sie das Ganze auf YouTube zur Verfügung stellen. Die müssen keine Verträge mit Kreditkartenfirmen abschließen, weil das ganze Thema Billing und dann auch das Fließen der Werbeeinnahmen abgewickelt wird über YouTube und so weiter und so fort. Das heißt, was man hier sehr deutlich sieht, ist, man muss im Grunde genommen heute, die müssen schon was können. Ich will also das nicht kleinreden, weil
Hätten die nicht ein Angebot, was die Leute haben wollen, würden sie damit nicht 25.000 US-Dollar im Monat verdienen. Aber was sie nicht brauchen dafür, sind professionelle Infrastrukturen, die sie noch dazu teuer bezahlen müssen. Und damit kommen wir im Grunde genommen zu einem der, das ist so die positive Seite des Ganzen, also den Chris Anderson habe ich auch immer in meinen Präsentationen. Die Leute, die von mir schon mal einen Vortrag gehört haben, warten im Grunde genommen schon darauf, ihn auch nochmal zu sehen. Und der lässt sich immer in jedem Kontext irgendwie auch als Zeitzeuge hinzuziehen. Er sagt nämlich, Talent ist vielleicht nicht universell weit verbreitet, aber gibt genug Menschen die Möglichkeit, etwas zu schaffen und unweigerlich entstehen dabei, in dem Fall sagt er Gems, also Edelsteine, Juwelen, die besonders herausstechen. Und das ist so ein bisschen das, warum solche Dynamiken entstehen, weil heutzutage jeder zu einer Idee, zu einer Schaffenden, zu einem Schaffenden werden kann und einen Markt adressieren kann und dann in diesem Markt auch erfolgreich sein kann. Das heißt also, das, was wir vorher hatten, so Markteintrittsbarrieren dadurch, dass ich eine Bühne brauche, dass ich eine Technik brauche, dass ich Räume brauche, dass ich Personal brauche, die Karten abreißen, sowas braucht man alles nicht. Und dementsprechend, es setzt viel frei an Kreativität, das ist auch sicherlich begrüßenswert, aber es führt halt in der Tat dazu, dass es tatsächlich sich um einen Markt handelt, in dem wir uns bewegen. Und ein wesentlicher Grund dafür, warum das alles so ist, ist die Entwicklung von Computingkosten. Alles, was digital ist, wird immer billiger. Das sind hier so die Kosten, die man zahlen muss, um bei Amazon eine Serverinstanz zu mieten. Das heißt im Kern, also wenn man das jetzt mal runterbricht, in den letzten 10 Jahren hat sich der Preis halbiert und man kann für rund 120 Euro im Monat eine relativ große Instanz nutzen in der Cloud, um sein Angebot digital zur Verfügung zu stellen, mit allen möglichen Services rundherum, die man dann dazu kaufen kann. Und weil das also damit quasi keine großen Investitionen mehr erforderlich macht, man muss jetzt nicht mehr hingehen und sich irgendwo Server hinstellen und ein Glasfaserkabel legen lassen, sondern man kann tatsächlich mit ein paar wenigen Klicks so einen Service in Anspruch nehmen, wird es halt auch immer einfacher, auch ohne die möglichen nötigen Ressourcen für Investitionen, aber teilweise auch ohne das nötige Detailwissen. Das ist ja alles gemanagt. Wenn so ein Ding mal ausfällt, muss man sich nicht drum kümmern. Dann wird halt im Hintergrund eine neue Instanz gestartet. Kann man tatsächlich digitale Tools nutzen, die einem vorher verschlossen gewesen sind. Und wenn man hier sich diesen großen Katalog anguckt, was ist alles, ich will jetzt keine Werbung für Amazon machen, die sind einfach nur Marktführer und das gilt genauso für Azure und das gilt auch für Alibaba und für alle anderen, die so etwas anbieten. Das sind diverse Services, die ich mit wenigen Klicks hinzufügen kann zu meinem Angebot. Ich muss da nicht selber irgendwelche Software kaufen, ich muss da ein paar Sachen einrichten, aber ich muss auch wissen, was ich damit tun soll. Dafür gibt es dann doch immer noch Leute, die Programmiersachverstand haben, aber im Kern sind das alles Industrial-Grade-Infrastrukturen, die ich für wenige Cent nutzen kann. Das heißt also, die Kraft der Plattform. So, und ich weiß, dass nachher Sebastian wird auch was zum Thema Plattform erzählen, habe ich eben so gesehen, als durch seine Präsentation geklickt wurde. Deswegen will ich da gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber Plattformen sind im Grunde genommen der wesentliche Treiber von solchen Veränderungen gewesen. Also ich habe ja hier eben YouTube gezeigt. Ja, also die Plattform, auf der man unterwegs ist, wenn man Bewegtbild sehen will. Amazon, die Plattform, auf der man Bücher kauft, jetzt zum Leidwesen des stationären Buchhandels und zum Leidwesen auch von anderen deutschen digitalen Angeboten. Facebook, die Plattform, auf der man unterwegs ist, wenn man soziale Kontakte pflegen möchte und über 40 ist. Instagram, da ist man dann ein bisschen jünger und so weiter und so fort. Aber man hat überall diese Plattformen, die eines machen, sie stellen Strukturen bereit, die gemeinsam genutzt werden. Und zwar genutzt werden von Konsumentinnen und Konsumenten und von Produzentinnen und Produzenten. Und wenn man jetzt mal die Frage stellt, wie viele Plattformen gibt es eigentlich im Bereich der Kultur, Kulturwirtschaft in Berlin und in Deutschland, würde ich mal mutmaßen, es ist überschaubar. Ich kenne persönlich nicht so viele. Es gibt welche, die genutzt werden, ist gar keine Frage. Werden Angebote genutzt von Visit Berlin, werden Angebote genutzt von Kulturprojekten. Es wird Software eingesetzt in den eigenen Backoffices, da wird dann von Airtable bis hin zu Excel alles Mögliche verwendet. Aber wirklich eine Plattform, die es ermöglicht, für Kulturschaffende ihre Angebote als Produzentinnen und Produzenten an die Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen, gibt es in der Form so nicht. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem, was aus meiner Sicht auch adressiert werden muss, wenn wir über die digitale Transformation der Kultur sprechen. Und was auch wichtig ist, Open Source
Das ist einer der Grundgedanken auch in unserem Projekt dabei zu nutzen, hat mehrere Vorzüge. Es hat den Vorteil, dass Lösungen nicht individuell nur geschrieben werden müssen und dann nie wieder von jemand anderem genutzt werden können und damit wahnsinnig viel Geld aufgewendet wird für die Lösung eines Detailproblems. Sondern es hat den großen Vorteil, dass wenn man Open Source basiert arbeitet, man Dinge miteinander teilen kann. Man sie dann natürlich auch anpassen kann, aber verbessern auch wieder zurückfließen können. Und wie viel Open Source wird tatsächlich eingesetzt in Berliner Kultureinrichtungen? Auch fraglich. Also man nutzt natürlich die Dinge, die man kennt. Und ich meine, ich kann es für die Berliner Verwaltung sagen, da ist es nun gänzlich überschaubar. Nicht nur, dass da jeder sein eigenes Softwarepaket nutzt, wie er schön findet, sondern es gibt einfach grundsätzlich ein Problem mit Open Source. Wo man sagt, naja, wer weiß, wen kann ich denn dafür haftbar machen, wenn es nicht funktioniert und wie sieht es denn überhaupt aus, gibt es das in 5 Jahren noch? Da gibt es ganz viele Argumente für, die keine guten sind, aber verwaltungstypisch sind, aber sie kommen euch möglicherweise auch bekannt vor. Also an der Stelle auch ein ganz klares Plädoyer, wer eine schnelle Entwicklung möchte und wer vor allen Dingen auch Ressourcen miteinander teilen möchte, wer kollaborieren möchte und Aufwand für den Einzelnen gering halten möchte, der kann gar nicht umhin, Open Source zu nutzen. Aber Open Source im Kulturbereich auch eher überschaubar derzeit. So, jetzt habe ich etwas dazu gesagt, dass wie kann ich jetzt irgendwie Dinge produzieren, die ich dann an die Frau und an den Mann bringen kann. Aber wir haben natürlich noch ein weiteres Problem und das ist das Problem der Reizüberflutung und der Informationen. Genauso wie ich hier versuche, von meinen 25 Minuten möglichst viel über die Bühne zu bringen, wird man üblicherweise am Tag mit mindestens 6.000 Informationen konfrontiert. Ich rede jetzt nicht von Reizen, das sind Millionen bis Milliarden. Aber 6.000 Informationen jeden Tag, mit denen wir konfrontiert werden. Und damit kann man im Grunde genommen nicht arbeiten. Weil wenn wir wirklich bewusst versuchen würden, 6.000 Informationen am Tag zu verarbeiten und nun rechnen wir mal die 8 Stunden oder weniger oder mehr ab, die wir schlafen, dann wird es wirklich problematisch. Wir kämen ja gar nicht mehr raus, uns darüber Gedanken zu machen, was mache ich als nächstes? Wie halte ich jetzt das Mikrofon richtig? Wo setze ich meinen Fuß hin? Ist der Schuh noch zugeschnürt? Das sind alles Dinge, mit denen wir uns natürlich nicht bewusst beschäftigen und wir haben dafür Mechanismen entwickelt, die nämlich einen Filter bedeuten. Und dieser Filter ist ein weiteres Problem bei so einem ständig wachsenden Angebot. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat von Matthew Crawford mitgebracht, der es auf den Punkt bringt. Aufmerksamkeit ist eine Ressource und jeder Mensch hat nur eine beschränkte Anzahl davon zur Verfügung, also mit einem beschränkten Umfang davon zur Verfügung. Und das ist ein Punkt, mit dem sich auch, glaube ich, viele noch nicht aktiv auseinandergesetzt haben. Dass sie tatsächlich durch diese Menge von Informationen, in dieser Menge von Informationen irgendwie hervordringen müssen, es irgendwie schaffen müssen, über die Reizschwelle zu kommen, sodass dann diejenigen, die es angeht, für die man das macht und von denen man vielleicht auch möchte, dass sie einem dann besuchen und dafür halt auch noch Geld für zahlen, das tatsächlich auch wahrnehmen. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und was machen die Menschen meistens, wenn sie auf der Suche sind nach Informationen? Sie nutzen Suchmaschinen. Das ist jetzt Google auch wieder, es ist auch keine Schleichwerbung. Ich bin, glaube ich, auch völlig frei davon, dass man annimmt, dass ich mit denen irgendwas am Hut hätte. Aber es sind 98% aller Suchanfragen in Deutschland, die über Google abgewickelt werden. So dementsprechend ist es legitim, das sie auch als Symbolbild zu verwenden. Und das Problem ist, auf Google ist ja nicht jeder gleich sichtbar. Und da komme ich jetzt mal kurz zu 2 Slides, die jetzt schon diejenigen kennen, die beim SEO-Workshop waren. Es ist natürlich so, dass Suchmaschinen wie Google, aber auch andere Content-Aggregatoren wie beispielsweise Facebook oder Twitter oder WhatsApp Informationen aus Webseiten in einem Format nach Möglichkeit beziehen wollen, mit denen sie etwas anfangen können. Wenn sie das nämlich nicht können, dann stellen sie Informationen zur Verfügung, von denen sie glauben, dass sie richtig sind, basierend auf Algorithmen, die mal besser und mal schlechter sind, was in der Regel keine wahnsinnig gute Idee ist. Ich will jetzt hier nicht die Beispiele zeigen, die ich gezeigt habe, was dann dabei rauskommen kann, wenn man sich darauf verlässt, aber man kann es ja beeinflussen. Man kann ja auf seiner Webseite beispielsweise Metadaten in einem Format anbieten, was für Suchmaschinen geeignet ist, sodass genau das in der Suchmaschine auch erscheint, was man möchte, was dort erscheint. So, und dann haben wir uns mal angeguckt, wie sieht es aus mit den Webseiten der Berliner Kultureinrichtungen. Und dann sieht man hier, dass von den 322 Seiten, die wir untersucht haben, gerade mal weniger als die Hälfte sich die Mühe gemacht hat, einen Description Tag auf der Webseite zu haben. Das, was in dem Snippet von Google dann steht, als Beschreibung dessen, was auf der Webseite zu sehen ist, überlässt man einem Algorithmus, nutzt man nicht. Und das, finde ich, ist
geradezu fahrlässig. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss es einfach nur mal realisieren. Noch viel schlimmer wird es, wenn man dann die Frage versucht zu beantworten, wie oft wird beispielsweise das Open Graph-Protokoll benutzt, was Facebook unter anderem nutzt, Google nutzt es auch, oder wie oft werden beispielsweise Bilder angeboten in Metatext, die dann gezeigt werden sollen in Suchergebnissen oder in geteilten Links. Das wird alles in der Mehrheit nicht gemacht. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass die Ressourcen dafür in vielen Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen. Ich bin da an der Stelle auch, das soll auch nicht überheblich klingen, ich verstehe schon, dass man ganz andere Dinge zu tun hat, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man es nicht tut, muss ich sagen, da kann die Webseite noch so artsy sein. Da kann man sich noch so viele Gedanken darüber gemacht haben, wie schön es aussieht. Wenn es am Ende des Tages keiner findet, ist es relativ verschwendeter Aufwand. Dass übrigens ganz viele auch nicht gucken, wer überhaupt auf ihre Webseite kommt und wo kommen die her und mit welchen Suchworten kommen, die sieht man hier dran. Also ungefähr ein Drittel nutzen überhaupt nur Analytics-Software. Der Rest lässt die Leute auf die Webseite rauf und ahnt nicht, was im Hintergrund passiert. Kann man alles machen. Wie gesagt, ist auch alles okay, wenn man nicht den Anspruch hat, ein Angebot zu machen, was dann am Ende des Tages auch wahrgenommen wird. Ich versuche jetzt ganz schnell noch die letzten beiden Punkte, ja, weil ich sehe, Silvi steht schon da und in den Startlöchern, weil ich meine Zeit ganz offensichtlich schon mein Zeitlimit erreicht habe. Aber ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle spielt beim Konsumverhalten. Also wir haben jetzt gerade über das Thema Auffindbarkeit gesprochen. Aber das Thema tatsächlich auch wahrzunehmen, ist das für mich relevant, die persönliche Relevanz, das wird heutzutage natürlich auch algorithmisch gelöst. Das könnt ihr nicht selber lösen für eure Einrichtung. Das ist relativ unwahrscheinlich und eure Angebote. Das kann man nur dann lösen, wenn man tatsächlich dazu auch entsprechende Portale schafft, die dann den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit bieten, das zu finden, was sie auch interessiert. Ich will nur mal eine Sache zeigen. Möglicherweise kennt ihr es. Ich finde es aber trotzdem faszinierend und will es deswegen nochmal zeigen. Netflix. Netflix ist dafür bekannt, dass sie deswegen unter anderem so erfolgreich sind, weil sie den Konsumentinnen und Konsumenten die Filme anbieten, die für sie relevant sind, aufgrund ihres bisherigen Nutzungsverhaltens, sodass die Leute auf der Seite bleiben und da wird dann halt so der Faktor des Enttäuschens gemessen. Das ist so eine Messgröße für Netflix, den sie versuchen, möglichst gering zu halten. Und was ihr hier seht, das ist die Darstellung von Stranger Things für unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt also, es wird nicht nur personalisiert, welcher Film euch vorgeschlagen wird. Es wird euch auch noch personalisiert ein entsprechendes Bild gezeigt, je nachdem, wie eure Vorlieben sind, die bislang von euch getrackt worden sind, um euch noch mehr anzusprechen, um noch mehr die Reizschwelle zu überschreiten, weil damit möglicherweise etwas angesprochen wird in euch, was für euch interessant ist und relevant ist. Und das zeigt halt, wo wir, in welcher Konkurrenzsituation wir am Ende des Tages stehen. Wir unterhalten uns auf der einen Seite darüber, dass wir überhaupt in Suchmaschinen auftauchen. Wir haben aber auf der anderen Seite hier Player auf dem Markt, die in der Lage sind, sehr genau getargetet für einzelne Nutzergruppen Angebote zu machen. Und ich finde, auch das sollte man ändern. Man sollte eine Möglichkeit schaffen, damit auch diejenigen, die in Berlin Kultur nutzen wollen, auch die Möglichkeit bekommen, das zu entdecken, was sie tatsächlich interessiert. Und das versuchen wir mit unserem Projekt auch über die Bühne zu bringen, ins Werk zu setzen. Wir haben dazu ja schon einige Workshops gemacht. Wir werden sicherlich eines machen müssen, und das ist, finde ich, so die Takeaway-Message. Das alles, was ich hier gezeigt habe, das ist datengetrieben. Nicht jede Kunst ist datengetrieben. Gott sei Dank ist das so. Aber wenn wir wollen, dass Kunst und Kultur wahrgenommen wird und sich auch behaupten kann gegenüber anderen Angeboten, dann bleibt kein anderer Weg als das Thema Daten, Datenmanagement, Datenpooling, Datenangebote, Datenoptimierung und auch Targeting wirklich anzugehen. Weil so hatte ich dann den SEO-Workshop übertitelt, um da mal die Drei-Groschen-Oper zu missbrauchen. Die im Dunkeln sieht man nicht. Ja, genauso wenig, wie ich die letzten Reihen hier sehe, es ist halt so viele Angebote, die ihr macht, die werden auch von vielen nicht gesehen. Und da wollen wir versuchen, auch etwas daran zu helfen und etwas zu tun. Das ist mein Beitrag, erstmal meine Sicht auf das Thema digitale Transformation, im Sinne von nicht Kultur zu disruptieren, aber von denjenigen zu lernen, die viel schon disruptiert haben in dem Markt, in dem wir uns bewegen. Herzlichen Dank.